Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 Rise of the Republic. Ja, wir machen einfach mal weiter. Letztes Mal haben wir den Stiefel, also den Absatz, fast erobert. Und jetzt kommt der mir entgegen. Ja, spielen wir mal. Ich glaube, also die Kavallerie können wir ihnen nehmen. Aber ja, die Hopliten sind zu stark. Das wird dann unsere Legion, die, glaube ich, in der Nähe ist. Also das ist, glaube ich, das Ende des Let's Play. Also LP, ja. Weiß nicht. In Namen geben bin ich nicht gut. So. Gut, also sie kommt wie immer von da. Die kommen immer von da. Weiß auch nicht warum. Die mögen das. Ich stelle mich mal hier auf. So. Ah, nein. So, und dann mit denen versuche ich dann später ihn in den Rücken zu fallen. Also, mal schauen, ob es klappt. Je nachdem, ob er sich das gefallen lässt oder nicht. Die Römer sind bereit, unser General wird angegriffen. Ihr könnt vielleicht schon schießen eigentlich. Wollen die schießen? Ah, jetzt schießen die. Ja, mach mal auf den General. Der ist da so schön friedlich. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ich glaube, die halten nicht noch einen Charge aus. Deswegen werde ich hier jetzt mal Platz tauschen. Nee, also ja. Die einen gehen nach vorne. Verliert die laufende Schlacht. Könnte durchaus sein. Nicht nach vorne gehen, sondern schießen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Jetzt all in. Jupiter gibt uns Kraft.
Mit denen gehe ich jetzt außen rum. Wird aber wirklich nichts bringen, weil, ja, mit denen greift er ja nicht an. Ich werde wahrscheinlich nicht frühzeitig, so rechtzeitig da sein. Die wanken ja jetzt alle schon. Unsere Männer fliehen von der Schlacht. Ja. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, der schirmt hier das ab, was der reagiert ziemlich gut auf meine. Obwohl meine eigentlich unsichtbar sind. Aber egal. Jetzt bekommt ihr ein neues Fleisch. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Okay. Aber ja, die Pferde habe ich fast alle bekommen. Und ja, die haben reingehauen, ja. Aber war okay. Ist durchaus okay. Ja, genau. Let's Play ist hier. Und nächste Runde. Ja, oder übernächste, weiß nicht. Auf jeden Fall ist Taras noch nicht... sehe schon. Ah, oder doch nicht. Taras ist halt noch nicht besiegt, aber... Also... Eigentlich schon. Er hat unten einen... Hahaha, super geil. I like. Er hat in Syrakus noch... bisschen Einheiten. Mal schauen. Aber die... was er mit denen jetzt macht, weil... Weil viel... also eigentlich müsste er komplett hochgehen. Also zu mir. Aber das macht er nicht. Ich weiß nicht warum. Weil in Syrakus hat er ja eigentlich keine Feinde mehr. Soweit ich weiß. Ja, und Karthago geht jetzt weg. Warum? Wieso das denn? Invasionsstreit macht. Ein Kind ist geboren, natürlicher Tod. Oh nein. Agent behindert, Diebstahl. Wo? Achso, da unten. So. Okay, der überlässt mir einfach die echt jetzt? Der sagt immer noch, dass ich keine Chance habe. Das finde ich nicht ganz so gut. Wie sieht's denn hier aus? Ja, der hat nur solche. Das machen wir automatisch. Wäre zwar zwei große Armeen gewesen, aber das es wäre keine Herausforderung gewesen, beziehungsweise beziehungsweise, das sind halt nur solche Baby-Einheiten. Und da niest man einmal und dann sind die tot. Also. So, okay. Ich glaube, meine gute Spionin ist gestorben. Rang erhöht. Vielleicht. Nein. Oh Mann. Ich wollte gerade hier das Attentat freischalten und dann ist er
hier hingegangen. Oh Mann. Ist da. Aha. Okay, wurscht. Jetzt ist jetzt auch schon wurscht. So. Dann stellen wir die Garnison hier in Manduria. Und er sagt wieder, dass es eigentlich nicht sehr, also sehr knapp sein wird. Aber ich glaube nicht, weil die Armee, die da ist, die ist ja easy. Beziehungsweise es wird warte mal. Ich will aber, warte mal. Jetzt habe ich was Falsches, oder? Warte mal. Ah, okay. Ich, ja, hatte gerade Brain of Car. Also, ich dachte gerade, dass das eine Stadt ist. Also mit Mauern und so weiter. Aber war es nicht. So, Garnisonsflotte und... gut. Dann werde ich hier mal aufstellen. Ich werde es anders machen. So und Principies. Ne, Triari, sorry. Warte. Triari kommen als dritte Instanz quasi. Wie es Tradition ist. Entschuldigung. So. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Von da ganz hinten. Mache ich gleiche. So, zuerst diese hier, dann diese hier und diese da und diese da hier hin. Ich glaube, ich bin. Ich werde ja schon angegriffen. So. Antreiben. Schwung und Einheit plus Moral, okay. Warte, ich... Ja, komm. Echt jetzt? Mhm.
Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, oh, die sind schon da. So. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Rein. Und da werde ich mich ja dann auch hier und hier einkesseln gegen den Feind. Fertig? Fertig. Mal noch da. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, dann gehen die mal hinterher, gell? Okay? Ah, cool, die kommen schon und ich bin bereit. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Dann unser General wird die mal ja, in den Rücken steigen. Willkommen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, dann können wir die Triari hier aufstellen. Und dann hier entgegenstellen. Kommt hier hin, ihr macht hier weiter Party. Neuer Aufschwung und Moral. Beides Moral, gell? Ermüdung, ah ja. So, da ist alles Paletti, ne?
Na komm. Gut, gut. Warte, nee. Das machst du nicht. Ihr kommt auch noch da. Triari. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Ja, surprise, ne? Ich muss da ja noch irgendwann. Muss ich noch den General benutzen. Hier, das da. Bam. Da ist er mir in den Rücken gefallen. Aber hey, das kann ich auch. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Wollt ihr die mal töten? Ja, die sind jetzt alle ziemlich gebufft, also wenn ihr unten links mal hinschaut. Also 116, passt. Nochmal raus. Warte, warte. Jetzt mal reinballern. Und ihr geht mal außen rum. Was machst du denn da? Stimmt, eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, aber jetzt hat. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, letzter Charge. Und das war's dann. Ja, die wollen nicht, ne? Naja. Alle drauf da. Ah, jetzt, na gut. Gut, und mit diesem Sieg würde ich schon wieder Schluss machen hier. Es ist immer dasselbe mit, wenn man Gefechte spielt, die dauern halt ewig. Oder also können ewig dauern. Aber ich glaube, die sind am interessantesten vielleicht. Ich weiß es nicht. Gut, auf jeden Fall, ja, brauchen wir hier nur noch eine kleine Stadt. Und dann gehört das Ganze uns. Yay! Gut, warte. Gut, dann würde ich sagen, ja. Danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns, wenn ihr wollt, das nächste Mal wieder.
Bye, bye.